Sie erinnern sich ja sicher noch an die Ausspracheregeln des Mittelhochdeutschen. Da hatten wir uns zuallererst die Vokale angeschaut und sind zum Beispiel neben allen anderen auch auf den Diphthong ei gestoßen in Leide, der sich dann zum Neuhochdeutschen zum ei, also zum ai, ein Diphthong, der weiter geöffnet ist gegenüber ei, gestoßen. Und diese Phänomene, diesen Unterschied der Tonhöhe und des Öffnungsgrades können wir uns systematisch im phonetischen System der Vokale anschauen, und zwar in einer Systematisierung, einer sehr vereinfachten Systematisierung, die sich Vokaldreieck nennt. Dieses Vokaldreieck ist eine diagrammatische Darstellung, die verschiedene Perspektiven, Beschreibungsperspektiven auf die Vokale abbildet. Da haben wir zum einen links oben den Öffnungsgrad oder auf der linken Seite dieses Dreiecks den Öffnungsgrad, auf der rechten Seite des Dreiecks, die rechte Ecke, die Artikulationsstelle, also wo im Sprechraum, im Artikulationsraum organisch gesehen befindet sich die Artikulationsstelle, wo wird der Laut gebildet, und Aussagen über die Tonqualität. Der Öffnungsgrad bezieht sich auf die Öffnung des Luftstroms, also organisch wiederum, also das Organ, durch den der Luftstrom kommt, und in der Regel, also wenn man sehr deutlich in Theatersprache spricht, könnte man sagen, dann bildet sich diese Art des Öffnungsgrades natürlich auch mit den Lippen und mit dem Mund, mit der Kieferöffnung ab. Und die Artikulationsstelle, die beschreiben wir also entlang des Gaumens, also des harten und weichen Gaumens. Der harte Gaumen, der weiter vorne im Kiefer liegt, also dort, wo der Kiefer Knochen liegt, und das nennt sich, das ist der Palatinum, der Gaumen, und das Velum weiter hinten ist der sogenannte weiche Gaumen, dort wo der Knochen dann aufhört, aber der Gaumen natürlich weitergeht. Und innerhalb dieses Bereiches werden die Vokale auch mit Hilfe der Gesichtsmuskeln und des Kiefers, der Kieferstellung gebildet. Den Öffnungsgrad der Öffnungsgrad lässt sich entsprechend als geschlossen, halb offen oder auch als ganz offen beschreiben, während wir bei der Artikulationsstelle eben entlang dieses Gaumens argumentieren. Die Qualität des Tons, des Klangs, der mit einem Vokal verbunden ist, wird als hell oder dunkel, weniger hell, weniger dunkel beschrieben. Und wenn wir uns jetzt die einzelnen Vokale anschauen, einige sind hier fett gedruckt, das sind sozusagen die einfachen Vokale, während die anderen dann Umlaute sind, also sozusagen Zwischenklänge. Wenn wir uns das I anschauen, dann sehen Sie, dass das I eben ganz weit vorn gebildet wird, also sozusagen hier, ganz weit vorn am harten Gaumen, direkt hinter der Mundöffnung, während das U ganz weit hinten gebildet wird. Also die Artikulationsstelle liegt ganz weit hinten am Velum, und man spürt es auch, also wenn man sich hier die Hand auf den Hals legt, kann man ungefähr nachspüren, wo die einzelnen Vokale gesprochen werden. Das Ü liegt entsprechend dazwischen, also wenn man das im Querschnitt sehen würde, wäre das in etwa hier an dieser Stelle. Und auf diese Weise kann man in Bezug auf die Artikulationsstelle und aber auch den Öffnungsgrad, also I, da ist der Mundraum im Prinzip ganz geschlossen, die Zähne sind aufeinander gedrückt, beim Ü öffnen sie sich etwas, die Zunge, der Zungenmuskel ist angespannt, und beim U, da ist dann der Luftstrom, das Organ, durch das die Luft dringt, bei der Artikulation weit geöffnet. Und das kann man jetzt mit allen Vokalen machen. Das Ö, das wäre wieder eine halbgeschlossene Position, genauso wie das Ü. Und liegt, was die Artikulationsstelle anbetrifft, zwischen
zwischen hartem und weichem Gaumen, also sozusagen am Übergang. Das E wiederum, das ist ähnlich wie beim I, ist wiederum am harten Gaumen, sehr relativ weit vorne, nicht ganz so weit vorne. Das Dreieck geht ja dann so ein bisschen runter. Aber auch etwas weiter hinten gesprochen, und der Öffnungsgrad ist ungefähr halb offen. Und am Ende haben wir dann auch noch die offenen Vokale, also A ist sozusagen der offenste, sieht man, nach der Mund öffnet sich bei der Artikulation des A, und dazwischen liegt dann unser Ä, also der Umlaut Ä, das ist sozusagen hier der Neuhochdeutsche, also E, Ä, A, das ist sozusagen der Öffnungsgrad, der steigert sich. Und beim U, O und A in dieser Reihe ist das genauso, was den Öffnungsgrad anbetrifft, und die Artikulationsstelle, die liegt eben weit hinten am Velum. In Bezug auf die Qualität der Vokale kann man dann eben auch noch zwischen hell und dunkel unterscheiden. Das ist diese Linie, die zwischen, also einmal vertikal durch dieses Dreieck geht, auf der linken Seite, also nämlich weiter vorne im Luftraum, im Artikulationsraum, also dort, wo im Prinzip auch das Licht hinkommt, wenn man nämlich den Mund öffnet, so können Sie sich das auch merken. Hell, dunkel sind ja eigentlich visuelle Begriffe, aber wir bezeichnen damit den Klang, also helle Klang, dunkler Klang. Im Prinzip ist das eine metaphorische Beschreibung, und Sie können sich das eben auch gut merken in Bezug darauf, dass eben also helle Klänge stärker auch geöffnet sind und dunkle Klänge weiter hinten liegen, dort, wo das Licht im Prinzip nur schwer hinkommt. Das ist natürlich eine Hilfskonstruktion, aber es handelt sich ohnehin dabei um metaphorische Ausdrücke. Was hat es jetzt eigentlich mit diesem Dreieck auf sich? Da schauen wir uns noch an, also wo Sie sich dieses Dreieck eigentlich auch vorstellen können. Gehen wir aber zunächst noch zu den Konsonanten. Da hatten wir uns auch die Ausspracheregeln angeschaut, und dort sind uns schon Begriffe begegnet wie Verschlusslaut, Reibelaut oder Affrikaten. Und diese Begriffe, die sind gebildet oder beziehen sich wiederum auf verschiedene Perspektiven auf die Artikulation von Konsonanten, nämlich zum einen auf die Stimmbeteiligung und auf die Artikulationsart. Bei der Stimmbeteiligung unterscheiden wir im Prinzip nur zwischen stimmlos und stimmhaft. Also die Stimmbeteiligung oder die Stimme wird ja mittels Atemstrom erzeugt, und dabei kann die Stimme beteiligt sein. Das heißt, die Stimmlippen sind in Vibration oder sie sind es eben nicht. Und bei Stimmlosen sprechen wir dann eben auch von harten Konsonanten, also p, t, k, und da hört man eben keine Stimme. Oder bei Stimmhaften dann auch von weichen Konsonanten wie b, b und g. Und da sind dann die Stimmlippen in Vibration und man hört eben gleichzeitig auch noch eine Stimmbeteiligung. Die Artikulationsart, das ist das, was wir eben zum Beispiel mit Verschlusslauten beschreiben. Die haben auch noch andere Begriffe, explosive oder plosive, lesen Sie halt auch verschiedentlich in der Literatur. Und da gehören jetzt sowohl stimmlose als auch stimmhafte Konsonanten dazu. Es ist aber trotzdem eine andere Art und Weise, die gleichen Konsonanten zu beschreiben. Also die Stimmbeteiligung und die Artikulationssatz sind einfach zwei verschiedene Perspektiven auf ein und denselben Konsonanten jeweils, sodass wir eben zwischen stimmlosen und stimmhaften Verschlusslauten unterscheiden. Also p, t, k, das sind unsere stimmlosen Verschlusslaute. Verschlusslaute deshalb, weil zunächst der Luftstrom unterbrochen ist und dann erst geöffnet wird, nämlich also plosiv, explosiv, das kann man sich so auch ganz gut merken. Verschlusslaute, der Mund ist zunächst verschlossen, die Lippen verschließen den Luftstrom und öffnen sich dann plötzlich und artikulieren dann diesen Konsonanten. Und bei den Stimmhaften ist das ganz genauso, nur dass dann eben die Stimme beteiligt ist bei B, D und G. Also da sind dann entweder sind es die Lippen oder die Zähne oder der Gaumen. Also es gibt eine Verschließung des Luftstromes.
Bei den Reibelauten ist es etwas anders. Dort sprechen wir auch von Spiranten oder von Frikativen. Das bedeutet alles das Gleiche. Und auch da sprechen wir wiederum von Stimmlosen und von Stimmhaften. Und da gibt es sozusagen keine echte Verschließung, sondern die Artikulationswerkzeuge, die Sprechwerkzeuge, verschiedene Zähne, Gaumen, Zunge, verschließen fast den Luftstrom, lassen nur ganz wenig Luft durch und dadurch ergibt sich sozusagen ein Laut, der eben durch Reibung von verschiedenen Sprechwerkzeugen erzeugt wird. Also zum Beispiel, also Lippe und Zähne oder S, Zunge und Zähne, Sch, wiederum Zähne und Lippen. Die Zunge ist auch immer noch beteiligt, also der Muskel der Zunge spielt auch häufig eine Rolle. Oder auch Ch, das wäre dann das Gaumensegel, also hinten das Velum und der hintere Teil der Zunge und so weiter. Also das sind die Sprechwerkzeuge, die eben Reibung erzeugen und dann wiederum entweder mit Stimmbeteiligung oder ohne Stimmbeteiligung Reibelaute erzeugen, Spiranten und Frikative. Also F, S, Z, Sch und Ch oder also Ch und Ch oder eben W, Z, das wäre unser stimmhaftes Z, J oder auch G. G, also so ein Reibelaut. Dann hatten wir schon das letzte Mal über Affrikaten gesprochen, also diese Verbindung von Verschlusslauten und Reibelauten. Also C ist quasi hier in dieser Tabelle die Verbindung von A und B, zum Beispiel bei Pf oder bei Z, also TZ oder auch K. Insbesondere im Alemannischen verbreitet dieser Laut der eben ein Frikativ ist, eine Verbindung von Verschlusslaut und Reibelaut. Dann gibt es noch sogenannte Liquide. Da haben wir zwei, nämlich L und R. Beziehungsweise im Mittelhochdeutschen müssen wir R sagen. Also das R wird ja vorne hinter der Oberzahnreihe gebildet, zusammen mit der Zunge. Und Nasale, nämlich N und M, der Ton durch die Nase geht. Also so kann man Konsonanten beschreiben, irgendwie nach Stimmbeteiligung und nach Artikulationsart. Weiterhin können wir aber auch noch über die Artikulationsstelle sprechen. Das habe ich jetzt schon so ein bisschen einfließen lassen, nämlich welche Sprechwerkzeuge eben miteinander entweder zusammen agieren oder auch sozusagen primär agieren oder nur agieren. Und das wird dann entsprechend mit Begriffen, die aus dem Lateinischen entlehnt sind, beschrieben. Zum Beispiel Labiale, nämlich da, wo die Lippen beteiligt sind, wie bei P und B und M, F, Pf. Ja, überall sind die Lippen beteiligt. Dentale werden vor allem mit den Zähnen, vor allem der Oberzahnreihe gebildet, aber eben die Lippen und also die Lippen, Muskeln und auch die Zungen, der Zungenmuskel ist, wie gesagt, immer beteiligt, aber die primäre Artikulationsstelle sind die Zähne. Gutturale Laute, die eben in der Kehle bzw. am weichen oder harten Gaumen gebildet werden, wie K und G oder K und Ch, das sind alles gutturale Konsonanten. Dann kann man das Ganze noch ein bisschen weiter ausdifferenzieren, das können Sie sich mal anschauen. Und sich also das sozusagen auch ein bisschen bildlich vorstellen, beziehungsweise auch ganz genau zuhören, wenn sie die Konsonanten aussprechen, also bilabiale, wenn beide Lippen miteinander sprechen oder miteinander korrespondieren, oder wenn die Unterlippe und die Zähne miteinander korrespondieren, dann spricht man von labiodentalen, also das sind so eben diese Kombinationen von Sprechwerkzeugen, dentale, oder also dentale und zusammen mit dem Gaumen als alveolare, im harten Gaumen wiederum eine Unterscheidung zwischen harten Gaumen, weichen Gaumen, palatal oder velar. Das bezieht sich letztendlich immer also auf die einzelnen Sprechorgane, die sich im Sprechapparat befinden. Und da lassen sich dann solche Kombinationen bilden. Das ist aber etwas, was vom Differenzierungsgrad eigentlich so über die Grundkenntnisse schon hinausgeht. Ist letztendlich auch gar nicht so sehr relevant.
wie weit man da ausdifferenziert. Zu unterscheiden wäre hier vielleicht auch noch das dentale R, nämlich das Mittelhochdeutsche oder auch so in Slawischsprachen, vor allem im Russischen, haben sie das also ganz präsent. Und gegenüber dem uvularen R, was wir im Neuhochdeutschen sprechen, also was, das wandert sozusagen immer weiter nach hinten. Und während aber zum Beispiel im Bayerischen das R, das dentale R, noch sehr stark verbreitet ist, auch im Alemannischen ist es zum Beispiel, also im Mitteldeutschen und im Niederdeutschen ohnehin überhaupt nicht präsent. Und der Hauchlaut H zum Beispiel, den würden wir dann auch noch als glottal bezeichnen, weil er eben hinten an der Glottis gebildet wird, also das, der Kehlkopf. So kann man eben mit drei verschiedenen Perspektiven auf Konsonanten ihren Klang beschreiben: Stimmbeteiligung, Artikulationsart und Artikulationsstelle. So, und was machen wir jetzt nochmal mit unserem Vokaldreieck? Ich habe Ihnen jetzt hier mal natürlich wiederum eine Vereinfachung, aber eine keine diagrammatische, sondern wirklich eine bildhafte Systematik aufgezeigt, wie Sie und genau und vor allem wo Sie sich dieses Vokaldreieck vorstellen können. Und hier können Sie jetzt an dieser Grafik sowohl Konsonanten als auch Vokale wiederfinden und entsprechend nach ihren Perspektiven beschreiben. Also rot wäre jetzt hier alles, was die Vokale anbetrifft, und schwarz alles, was die Konsonanten anbetrifft. Und da können Sie jetzt nochmal ganz genau sehen, wo die einzelnen Konsonanten gebildet werden, also wo ihre Artikulationsstellen sich befinden, wie diese heißen: alveolar, palatal, velar, uvular, glottis, also glottal, bilabial, labiodental, dental, das sind die Artikulationsstellen für die Konsonanten. Und auch die Vokale kann man genau nach diesen einzelnen Sprechorganen systematisieren. Und dazu sehen Sie jetzt eben auch noch die Öffnung ganz gut, hier in dieser Systematisierung eines großen Sprechorgans. Und Sie sehen dann eben auch den Öffnungsgrad und auch da, wo es sozusagen hell und dunkel ist, also geschlossen, offen, hell und dunkel, und die Artikulationsstellen, die eben so zwischen palatal und velar ungefähr anzusiedeln sind, beziehungsweise auch hinten sozusagen in die Glottis. Das geht dann sozusagen hier so ein bisschen im Bogen runter, was eben mit dem Dreieck als diesen einer Schenkel dargestellt ist. Und so kann man mehr oder weniger vereinfacht über die Aussprache der mittelhochdeutschen Vokale oder überhaupt aller Vokale, zumindest in der germanischen Sprache, indogermanischen Sprachen sich äußern und auf diese Weise die Konsonanten und Vokale beschreiben. Das wird noch einmal relevant, wenn wir uns dann anschauen, wie sich einzelne Vokale, nämlich zum Beispiel vom A-Diphthong zum I-Diphthong, weiterentwickeln, weiter verändern. Denn das kann man dann wiederum in Bezug oder mit Begriffen machen, die sich hier auf diese Systematik beziehen. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie sich auch so ein bisschen mit diesen Begriffen auseinandersetzen und sich überlegen, was jetzt offen ist, was geschlossen ist, was hell gesprochen wird, was dunkel gesprochen wird, wenn wir dann über Lautwandelphänomene weitersprechen werden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.